Extrem hohe Niederschlagsmengen lassen Flüsse anschwellen, setzen Städte und Dörfer unter Wasser. Binnen Sekunden fällt in manchen Gegenden mehr Regen als sonst in einem ganzen Jahr. Wetterexperten unken schon. Das wird ein verregneter Sommer. Doch dann. Monate ohne einen Tropfen Regen, dafür wochenlang glühende Hitze. Die extreme Trockenheit führt zu Missernten in nie gekanntem Ausmaß. Waldbrände in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Hunderte von Feuerwehrleuten sind im Einsatz. Der Sommer hat uns in diesem Jahr wirklich in Atem gehalten. Doch schon der Sommer 2017 hatte es in sich. Besonders schlimm hat es ein kleines Dörfchen in Mitteldeutschland getroffen. Ein Tornado zieht durch das kleine Töppel in Sachsen-Anhalt. Die Dächer waren komplett zerstört, alle. Der Rollan war rausgerissen, da ist ein Baum reingefallen. Der Hänger lag irgendwo. Wahnsinn. Sie weinte und rief in dieses Telefon rein: Mutti, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier los ist. Und Hilfe, das Haus, euer Dach und es ist alles kaputt. Leute standen auf der Straße, hat man noch gesehen. 2, 3 haben geweint, ja. Doch gemeinsam packen die Bewohner an und bauen ihr kleines Dorf wieder auf. Die ganze Geschichte jetzt in Lebensretter. Juni 2017. Die Lamas im Görlitzer Zoo brauchen dringend eine Abkühlung. Ganz Mitteldeutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Bei uns, da sind auch 35 Grad drin. Zur Abkühlung gibt's für Papageien, Affen und Lamas eine kalte Dusche und auch Eisbomben. Auch in Töppel ist es heiß. Töppel ist ein Dorf in Sachsen-Anhalt im Zerbster Land. Nur 56 Menschen leben hier. Fast nichts erinnert heute mehr daran, dass hier am 22. Juni 2017 ein Tornado durch das Dorf rast. Thomas Wenzel ist der Bürgermeister von Töppel. Am Nachmittag des 22. Juni letzten Jahres ist er zu Hause. Ich bin passionierter Wetterbeobachter und Wettervorhersagenschauer. Also ich gucke sehr viel Wetter. Auch am Tag zuvor hat Thomas Wenzel den Wetterbericht verfolgt. Da können sich morgen dann schon teils unwetterartige Gewitter entwickeln. Durchaus auch schwere Sturmböen bis teils auch orkanartige Böen sind durchaus auch morgen Tornados möglich. Da hofft man natürlich immer, dass man verschont bleibt, das ist ja ganz klar. Samantha Widom ist Thomas Wenzels Schwiegertochter. Sie ist am 22. Juni ebenfalls in Töppel und bekommt einen Anruf von ihrem Vater aus Magdeburg. Mein Papa, der hat mich angerufen und gesagt, dass in Magdeburg gerade die Hölle los ist wegen dem Wetter und uns halt vorgewarnt, weil wir eigentlich vorhatten, noch zum Freibad zu fahren und haben das dann doch lieber gelassen. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet über das Unwetter in Magdeburg. Als der Sturm losbricht, gibt es kein Halten mehr. Kurz zuvor war eine schwarze Wolkenwand herangezogen. Mit dem Sturm begann es zu schütten wie aus Eimern. Binnen weniger Minuten laufen Abwasserkanäle voll. Die Wassermassen überfluten ganze Straßen. Es herrscht Weltuntergangsstimmung. Dieser Sturm zieht nun weiter Richtung Töppel. Dort leben auch Tobias Radek und sein Sohn. Der Vater arbeitet an diesem Tag auf einer Baustelle 20 Kilometer vom Heimatdorf entfernt. Mit seinen Kollegen ist er dabei, einen Gehweg zu pflastern. Plötzlich fällt ihm etwas Merkwürdiges auf. Also ich habe zum Himmel geschaut und habe gesehen, dass halt der Himmel sich lila verfärbt hat. In Töppel bemerkt auch Bürgermeister Thomas Wenzel, dass der Himmel heute seltsam aussieht.
Als dann die Wolkenwand hier auftauchte, da war mir das schon bewusst, dass das nicht nur ein normales Gewitter bleibt, sondern dass da mehr kommt. Ich bin herausgestürzt und habe unsere Gartenstühle, unser Mobiliar unterm Pavillon, die Blumentöpfe und was so alles dort schön als Deko rumsteht, versucht zu retten. Bis dann die Geräusche doch so unnatürlich wurden, dass ich mir dann doch Gedanken machte, ob ich hier noch im Freien rumlaufen darf oder nicht. 2000 Kilometer entfernt von Töppel ahnt man von all dem nichts. Auf der spanischen Insel Mallorca lacht an diesem Tag die Sonne. Unter den Urlaubern sind auch die Töppelner Altenpflegerin Birgit Meixner und ihr Mann. Es ist ihr letzter Ferientag. Wir waren noch mal am Strand, hatten uns erholt und saßen dann in so einer kleinen Strandbar, wo wir das genossen haben, noch mal ein Sangria zu trinken, wo wir immer sagen, ja, Sommer, Sonne, Sangria ist für uns so dieses Highlight des Jahres. Während die Meixners um kurz vor 15 Uhr ihren Sangria genießen, braut sich über ihrem Heimatdorf Töppel Unheimliches am Himmel zusammen. Zum selben Zeitpunkt nehmen die Meixners dieses fröhliche Urlaubsvideo auf. Wie immer, ein Sangria. Ein Sangria, noch ein Sangria und die Oma ist auch noch da. Und der blaue Himmel ist auch noch da. Die Urlauber schicken den Film per Handy nach Hause, nach Töppel. Als erstes reagierte meine Mutti und sie schickte uns eine Nachricht. Bei uns hier zu Hause in Deutschland kommt ein großes Unwetter und ich habe richtig dolle Angst. Wie das denn so ist, hat man ja dann auch gedacht, naja, Oma, ja, alleine in ihrem großen Haus, hat Angst, ist ja klar. Die Meixners wollen auf Nummer sicher gehen und rufen bei Tochter Susanne an, die ebenfalls in Töppel wohnt. Sie schrie eigentlich nur. Sie weinte und rief in dieses Telefon rein, Mutti, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier los ist. Und hier ist ganz dolle Sturm, hier ist Riesenunwetter. Hilfe, das Haus, euer Dach und es ist alles kaputt. Und das Dach und Hilfe. Und dann war das Telefon aus. Wir hörten eigentlich nur das Letzte von unserer Tochter, dass sie Hilfe rief. Im Hintergrund auch ihre beiden Söhne, die auch panisch waren. Und das war das Letzte, was wir von unserem Kind hörten. Und dann nichts mehr. Auch bei Tobias Radek auf der Baustelle klingelt das Handy. Ein Anruf von zu Hause. Mein Sohn war dran und hat gefragt, wo die Mama ist. Hier stürmt es extrem, das Dach klappert. Und dann ist die Leitung auch schon zusammengebrochen. Und dann habe ich ihn über WhatsApp nochmal erreicht und dann habe ich gefragt, was überhaupt los ist. Und er hat gesagt, hier regnet es extrem, das stürmt, das Dach klappert. Halt, er weiß nicht so richtig, wie er damit umgehen soll. Der Vater ist 20 Kilometer entfernt und muss durchs Telefon hilflos mit anhören, wie zu Hause alles zu Bruch geht. Weil er gerade am Fenster geguckt hat, wie der Baum umgefallen ist. Tobias Radek hat Angst um sein Kind, das ganz allein zu Hause ist. Dann habe ich zu ihm gesagt, er soll runtergehen und sich in die Küche setzen, unten kann nichts passieren.
Dann habe ich zu meinem Arbeitskollegen gesagt, ich hau jetzt ab, ich muss da gucken, was da los ist. Ohne zu zögern steigt Tobias Radek ins Auto. Er will so schnell wie möglich zu seinem Sohn. Normalerweise braucht er mit dem Auto eine halbe Stunde bis nach Hause. Doch an diesem Tag wird die Fahrt, wie auf diesen Videos, ein lebensgefährliches Unterfangen. Da waren umgestürzte Bäume, Äste lagen auf der Straße. Dann bin ich Umweg gefahren, Schleichweg, dann lagen da auch wieder Bäume. Dann musste ich über den Acker fahren, hatte keine andere Wahl und dann einfach nur nach Hause. Tobias Radek fährt direkt in den Sturm. Aber das ist ihm egal. Er will unbedingt zu seinem Sohn. Dabei ist ihm nicht klar, in welche Gefahr er sich selbst begibt. Denn welch zerstörerische Kraft ein Wirbelsturm entfalten kann, zeigt dieses Internetvideo. Der Tornado knickt die Bäume im Hintergrund ab wie Streichhölzer. Und das weiße Auto saugt der Tornado mit unvorstellbarer Energie einfach in sich auf. In Töppel beobachtet Samantha Widom, wie das unheimliche Wetterphänomen immer näher kommt. Die Wolken haben sich gedreht, wurden auf einmal komplett dunkel. Samantha dreht dieses Video mit ihrem Handy. Alter Schwede, guck dir das an. Guck mal da. Die Wolken. Da oben. Die drehen sich. Schockierend war das, weil ich habe allgemein ein bisschen Angst vor Gewitter und das war dann nochmal eine Stufe härter. Hörst du das? Bitte mach zu. Mach doch mal ganz ruhig. Nein. Nein. Der Sturm ist jetzt ein Tornado. Und der rast durch Töppel. Augenzeugen sagen, dass es so wie auf diesem Video ausgesehen habe. Als die Windhose den Ort erreicht, entfaltet sie ihre enorme Zerstörungskraft. Die meisten Dorfbewohner verstecken sich. Auf Mallorca sind die Meixners in großer Sorge. Unser Kind hat um Hilfe gerufen und wir hatten gedacht, dass die schwer verunglückt war, dass sie in irgendwelchen Trümmern liegt, dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert war. Die Meixners ahnen nicht, wie berechtigt ihre Sorgen sind. Als der Tornado endlich weiterzieht, wagt sich Bürgermeister Thomas Menzel aus seinem Versteck auf die Straße. Was er sieht, verschlägt ihm die Sprache. Es steht kaum noch ein Baum in Töppel. Die meisten Häuser sind schwer beschädigt. Knöchel hoch lag ja die Dorfstraße voller Dachschutt. Und zwar jeglicher Art, also Dachziegel, Dachpappe, Wellasbest, Bretter mit Nägeln und also es war ein grauenhaftes Bild. Thomas Wenzel muss über die umgestürzten Bäume klettern, um zum westlichen Teil des Dorfes zu kommen. Dorthin, wo Tobias Radek und die Meixners wohnen. Hier hat der Sturm besonders heftig gewütet. Von dem Schuppendach waren so 200 Quadratmeter Dachfläche abgerissen und über die Dorfstraße in das Haus geflogen. Das komplette Dach einer Scheune liegt auf der anderen Seite der Straße. Man hat da so ziemlich alles zerstört. Also das war ein grauenhaftes Bild, das muss man schon sagen. Das Dach versperrt den Eingang eines Hauses. Die Bewohner sind innen gefangen. Da hörte ich bloß schreien und weinen und jammern. Die Nachbarin alleine zu Hause, der Mann auf Montage irgendwo bei Dresden. Da
Also die hat es wirklich sehr schwer betroffen. Da hatte ich wirklich Angst. Also da dachte ich, was ist jetzt da drinnen los? Ich habe dann nur gerufen, Karin, alles in Ordnung? Geht es dir gut? Ja, hier ist alles kaputt, hier ist alles kaputt. Also sie hatte die Sorge um ihr Grundstück, ihr war nichts passiert. Hauptsächlich Frauen und Kinder sind zu Hause, als der Sturm Töppel heimsucht. Birgit Meixner schafft es schließlich, von Mallorca aus Nachbarn im weniger zerstörten Teil des Ortes zu erreichen. Und haben dann erfahren, dass eigentlich unsere Tochter nichts passiert ist, unseren Enkelkindern nichts passiert ist, ja, aber eben unser Haus völlig zerstört war. Das Haus von Meixners ist im Ort am stärksten betroffen. Trotzdem. Birgit Meixner hat nur einen Gedanken. Es lässt sich sicherlich alles wieder aufbauen. Wichtig ist, unser Kind lebt. Birgit Meixner ahnt noch nicht, wie kaputt ihr Haus wirklich ist. Der Giebel ist zertrümmert, ein Balken ragt heraus, das Haus gleicht einer Ruine. Das Dach der Scheune nebenan wurde während des Sturms erst gegen das Haus der Meixners geschmettert. Dann schleuderte es der Wind auf die andere Straßenseite. Unmittelbar nach dem Sturm entsteht dieses Foto in Töppel. Die Anwohner stehen allesamt unter Schock. Als ich den Leuten in die Augen gesehen habe, erstmal gefragt, ob überhaupt schon Notruf abgesetzt worden ist. Natürlich nicht. Weil jeder hat erstmal bloß zugesehen, dass er irgendwie sein Hab und Gut sichert, sich selber in Sicherheit bringt. Ja, dann habe ich mein Handy genommen, habe mich dann aus dem Dorf raus auf die Dorfstraße gestellt und versucht, da den Notruf abzusetzen. Das hat bestimmt 20, 25 Minuten gedauert, bis ich irgendwo durchgekommen bin. Einsatzleiter der Feuerwehr aus dem benachbarten Ort Güterglück ist Christian Ganzer. Auch er ist bestürzt, als er das kleine Töppel erreicht. Dieses Ausmaß, wo man dort angekommen war, das war ja erschreckend. Ja. Die haufenweise Leute standen auf der Straße, hat man auch gesehen. Zwei, drei haben geweint. Ja. Also sie waren sehr, sehr geschockt, ja, nachdem man dann auch das Bild gesehen hat. Innerhalb von wenigen Minuten hat dieser Sturm das Zuhause der Menschen in Trümmer gelegt. Ja, alleine schon die Gesichter von den Leuten, die man da gesehen hat, war schon echt erschreckend. Ja. Also es war schon echt schlimm. Doch dem Ort droht eine weitere Gefahr, denn es regnet. Ohne schützende Dächer kann Wasser in die Gebäude eindringen. Und niemand hat den Strom abgestellt. Diese Elektrizität ist natürlich immer eine große Gefahr. Ja. Und man hofft zwar immer, dass die Schutzeinrichtungen immer alle funktionieren in den Gebäuden, aber man weiß es eben nicht zu 100%. Die Feuerwehr muss zuerst die Energieversorgung unterbrechen. Danach können die Männer die Statik der beschädigten Gebäude prüfen. Das Haus der Meixners erfordert besondere Umsicht. Diese Giebelwand dort, die mussten wir ja auch weiträumig dann erstmal absperren in dem Augenblick. Ja. Weil ja, also meiner Ansicht nach, dann doch einsturzgefährdet war in dem Augenblick. Ja, weil die Giebelwand sich schon leicht nach außen gedrückt hatte von dem Haus und oben schon nicht mehr mit dem Dachstuhl verbunden war. Also war dann schon doch recht gefährlich in dem Augenblick. Auch Tobias Radek ist mittlerweile angekommen. Sein Haus gehört zu denen, die am stärksten beschädigt sind. Doch der Familienvater ist nur froh, dass seiner Familie nichts passiert ist. Die Frau kam erstmal in den Arm genommen, den Jungen begrüßt, die Tochter. Und dann halt gucken, wie schaffen wir es, wie geht's weiter. Die Radeks waren mitten in den Renovierungsarbeiten, als das Unwetter kam. Nun sind 6 Monate Arbeit einfach umsonst. Ja, die Dächer waren komplett zerstört, alle. Der Rollan war rausgerissen, da ist ein Baum reingefallen. Der Hänger lag irgendwo. Wahnsinn. Wir haben ja gerade frisch alles ausgebaut gehabt oben. Höchstens ein halbes Jahr oder ein Jahr waren wir oben gewohnt. Und dann kommt der Wind, alles ist kaputt. Dann denkt man sich, dass das alles wieder raus muss, dass er wieder von vorne anfangen muss. Habe ich gedacht, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Doch das Wichtigste ist für den Vater, dass sein Sohn unverletzt geblieben ist. Tobias Radek hofft, dass sein Sprössling so bald wie möglich alles vergisst. Deswegen soll sein Sohn uns kein Interview geben. Der Vater veranlasst, dass schon am nächsten Tag das Dach notdürftig geflickt wird. Der MDR berichtet über die Zerstörungen in Töppel. Ein ungläubiges Kopfschütteln ist das, was man hier sieht bei denen, die sich ja ein Bild der Lage machen. Und auch wir waren zunächst überrascht, was uns hier empfangen hat. Wenn man sich einfach nur mal umblickt, hier sieht man, welche dramatischen Auswirkungen dieser Tornado, diese Windhose hatte. Das Haus hier im Prinzip ist fast komplett zerstört. Der Giebel ist kaputt. Es sind Teile des Daches aus der Nachbarschaft hineingeflogen durch die Fenster. Ein großer Dachbalken steckt da noch drin. Die Fassade ist abgefetzt. Es stecken überall Dachziegel, die wie Geschosse hier durchgeflogen sind, in den Fassaden drin. Und Teile dieses Holzdaches, ich habe mir es selbst angeschaut, die sind hier meterweit hinüber bis in die Gärten geflogen. Also da kann man auch von Glück reden, dass hier wirklich keiner verletzt oder vielleicht sogar getötet wurde. Das Haus, das am stärksten beschädigt wurde, ist das der Meixners. Als die einen Tag nach dem Tornado aus dem Urlaub zurückkommen, trifft sie der Anblick ihres zerstörten Heims völlig unvorbereitet. Es war eigentlich wie im Fernsehen, wenn Krieg ist, ja. Also diese Zerstörung, dieses Trümmerfeld, was wir denn vor uns sahen, das war schon enorm. Der Schock wird noch größer, als das Ehepaar das Haus betritt. Denn auch von innen ist das ehemalige Zuhause nur noch eine Ruine. Die Türen waren zertrümmert, die Möbel waren zertrümmert. Dies ist die Dachkammer, in der die Enkel immer geschlafen haben, wenn sie zu Besuch waren. Die Glasscherben lagen in jedem Raum. Nicht nur oben im Haus, das zog sich durch bis unten. Also man machte die Tür auf und stand schon auf Scherben, auf Schutt. Nicht auszudenken, wenn sich in diesem Zimmer jemand zum Zeitpunkt des Unwetters aufgehalten hätte. So, dass ich eigentlich erstmal nichts mehr dachte. Die Zerstörung im Haus, entstanden, als der Tornado das Dach der Nachbarscheune mit aller Wucht gegen den Giebel schleuderte und der Balken zwischen den Fenstern stecken blieb. Wäre da jemand drin gewesen in dem Raum, wo denn der Balken dort durch die Giebelwand reingeschlagen wäre? Also die Person hätte mit Sicherheit auch sterben können oder tödliche Verletzungen erleben können. Ja, es war echt gefährlich. Der MDR berichtet einen Tag nach dem Unglück über die Zerstörungen, die der Tornado angerichtet hat. Im Interview zieht der Bürgermeister eine ernüchternde Bilanz. Vier Häuser würde ich als unbewohnbar einschätzen. So wie ich heute schon gehört habe, ein Versicherungsschaden von 100.000 Euro pro Grundstück. Ich denke mal, wir sitzen hier bei 500.000 mindestens, was hier an Schaden entstanden ist mit den Schäden an den anderen Grundstücken. 500.000 Euro Schaden. Und das in einem Dorf mit lediglich 56 Einwohnern. Zu den fünf Höfen, die es am ärgsten traf, gehörte der von Michael Ulrich. Trümmer der Nachbarhäuser waren ihm um die Ohren geflogen. Teile seines eigenen Dachs nebst Solaranlage fanden sich gut 100 Meter entfernt oder im Gartenpool wieder. So heftig wütete das Unwetter. Wir müssen so schnell wie möglich abmachen, dass wir alles wieder zukriegen. Ja, wie gesagt, ich habe ja nur noch ein paar Tiere und nun rehen sie auch alle rein, das ist eben die Scheiße. Auch das Dach der Meixners ist beschädigt. Doch das Ehepaar will nicht raus aus der Ruine. Es wohnt übergangsweise im weniger stark zerstörten Erdgeschoss. Bis sich neues Unheil ankündigt. Da zu dieser Zeit ja das Wetter nicht mitspielte, es regnete fast täglich. Der Regen dringt durch das kaputte Dach und die Risse in den Wänden. Da lief das Wasser die Wände runter, sodass alles eigentlich ständig unter Wasser stand. Irgendwann stellten wir dann fest, dass unsere Wände anfingen zu schimmeln. Die Meixners haben keine Wahl. Auch das Untergeschoss muss kernsaniert werden.
Noch heute, mehr als ein Jahr nach dem Unwetter, wird unten gebaut. Das Haus der Radecks ist jetzt blau gestrichen. Schäden sind von außen kaum zu erkennen. Aber Tobias Radeck arbeitet immer noch an den Reparaturen des Dachgeschosses. Nur ein einziges Mal, direkt nach dem Unwetter, hat die Familie auswärts übernachtet. Und dann haben wir da geschlafen, eine Nacht und dann nach Hause. Nächsten Morgen zu Hause. Rundgang gemacht, für gut befunden und wieder zu Hause geschlafen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Die größten Schäden im Dorf Töppel sind beseitigt. Doch der verheerende Tornado hat sich tief in die Seelen derjenigen eingebrannt, die ihn miterlebt haben. Unsere Tochter und unsere Enkel sind emotional sehr getroffen. Die haben auch nach einem Jahr nicht geschafft, diese Sachen richtig zu verarbeiten. So wie hier Sturm kommt oder Unwetter angesagt wird, dann merkt man schon, dass die panisch werden. Und auch in diesem Sommer gehen in Töppel besorgte Blicke nach oben. Der Sommer 2017 war nicht nur ungewöhnlich heiß und stürmisch, er war auch ungewöhnlich nass. Doch wenn nach Gluthitze Starkregen auf die knochentrockenen Böden niedergeht, dann gibt es noch ein anderes Problem, Überschwemmungen. Schon im Frühjahr haben wir über die Sturzfluten in Nemsdorf-Göhrendorf